Liebing hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auf den ersten Blick mag das so anmuten, naja, wir sprechen hier über einen einzelnen Paragraphen des Energiewirtschaftsgesetzes. Das ist eine Kleinigkeit, aber es ist ein Paragraph mit großer Bedeutung für die Energiewirtschaft, für die Verteilnetzbetreiber und eben auch für die Kommunen als Konzessionär, die die Konzessionen vergeben für die Leitungsnetze. Hier hat es in der Vergangenheit große Rechtsunsicherheiten gegeben. Viele Prozesse, die die Konzessionen in die Länge gezogen haben, mit Unsicherheiten, mit Investitionen ins Netz, die dann auf der Strecke geblieben sind. Und deswegen ist dieser Zustand unbefriedigend gewesen, wenn wir ihn jetzt ändern mit dem Gesetzentwurf, der vorliegt. Deswegen ist das ein guter, ein wichtiger Gesetzentwurf, den die Bundesregierung vorlegt und den wir als Koalition auch jetzt durch die parlamentarischen Beratungen bringen wollen. Wobei selbstverständlich gilt, es ist ein guter Gesetzentwurf und auch ein guter Gesetzentwurf kann auch besser gemacht werden. Der Kollege Saathoff hat schon auf einige Diskussionspunkte hingewiesen, mit denen wir uns in den parlamentarischen Beratungen, in der Ausschussberatung noch befassen werden. Aber ich bin sicher, wir sind hier mit diesem Gesetzentwurf schon auf einem guten Weg, liebe Freunde. Unser oberstes Ziel mit diesem Gesetzentwurf ist, dass wir mehr Rechtssicherheit schaffen wollen. Und es geht eben nicht um die Punkte, die Sie jetzt nach vorne gestellt haben, Frau Bulling-Schröter. Es geht nicht um Schlagworte wie Rekommunalisierung. Aber mit dem, was wir regeln wollen, mit Rechtssicherheit, handeln wir auch im Interesse der Kommunen. Denn mehr Rechtssicherheit zu schaffen, dient doch allen Beteiligten. Das gilt für die Altkonzessionäre. Das gilt für die neuen Konzessionäre ganz genauso wie für die Kommunen, die dieses Konzessionsverfahren zu regeln haben. Und deswegen ist mehr Rechtssicherheit auch ein Beitrag zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vor Ort und hilft den Kommunen, die schwierigen Rechtssituationen, die schwierigen Rechtsstreitigkeiten der Vergangenheit auch zu überwinden. Auch das dient den Kommunen, meine Damen und Herren. Und wir reden hier über die Verteilnetze. Gerade die Verteilnetze sind wichtig für den Erfolg der Energiewende, denn über 90% des Stroms aus erneuerbaren Energien wird in die Verteilnetze eingespeist. Deswegen brauchen wir auch Investitionen in die Verteilnetze. Und Investitionen erreichen wir nur dann, wenn wir Rechtssicherheit haben. Auch das ist nochmal ein wichtiges Argument dafür, dass wir hier mehr tun für Rechtssicherheit. Und dabei bekennen wir uns zum Wettbewerb, Frau Bulling-Schröter. Und da sind wir in der Tat inhaltlich auch anderer Auffassung. Es geht nicht um Inhouse-Vergabe, sondern wir wollen den Wettbewerb. Aber wir wollen ihn rechtssicher gestalten. Und das ist auch unstrittig im Übrigen, auch in der Familie der kommunalen Unternehmen. Ich darf zitieren aus einer Stellungnahme des Verbandes der kommunalen Unternehmen, wo es ausdrücklich heißt, der Wettbewerb um Strom- und Gasnetzkonzessionen, der seit den 90er Jahren im Energiewirtschaftsgesetz verankert ist, hat sich in den letzten Jahren als wichtiges Element der Förderung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten etabliert. Als wichtiges Element, und das ist eine positive Würdigung des Wettbewerbs, daran halten wir fest. Und dem widerspricht eine Inhouse-Vergabe. Wir setzen auf den Wettbewerb, aber Wettbewerb braucht Wettbewerb rechtssichere Spielregeln, und die schaffen wir mit diesem Gesetzentwurf. Und zwar in 5 Aspekten, die ich aus meiner Sicht noch mal kurz skizzieren und begründen möchte. Das wichtigste Anliegen ist, dass wir Klarheit schaffen beim Netzkaufpreis. Kollege Saathoff hat auch schon positiv gewürdigt, dass mit dem Vorschlag des objektivierten Ertragswerts der Streit beendet wird, ob nun Ertragswertverfahren oder Sachwertverfahren gewählt wird. Dieser Streit kann dann nicht mehr vor Gericht ausgetragen werden. Wir schaffen hier Klarheit. Und wir schaffen Klarheit für die Kommunen, welche Auskunftsrechte sie bekommen. Denn wie sollen Kommunen vernünftig ausschreiben, wenn sie nicht über alle Informationen verfügen vom Altkonzessionär, die sie brauchen? Auch das regeln wir. Die zeitlich gestaffelte Rügeobliegenheit ist wichtig. Denn es kann nicht sein, dass 2 Jahre nach Abschluss eines Verfahrens noch der Rechtsweg beschritten werden kann. Wir setzen enge Zeiten von wenigen Wochen, innerhalb der eine Vergabe gerügt werden kann. Und danach gilt dann eben eine Entscheidung. Auch das schafft Rechtssicherheit. Dies gilt auch für die Vorschrift, dass die Konzessionsabgabe zwingend fortzuzahlen ist.
sodass ein Klageweg nicht davon befreit, die Konzessionsabgabe zu leisten. Auch dies liegt im Interesse der Kommunen und schafft ebenfalls Rechtssicherheit. Der letzte, fünfte Punkt ist für mich auch im Interesse der Kommunen sehr wichtig, indem wir neben den Kriterien, die § 1 Energiewirtschaftsgesetz aufgibt als Vergabekriterien, auch festlegen, dass örtliche Belange ein Kriterium sein kann. Und damit bekommen die Kommunen mehr Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand. Das ist gut. Das stärkt die Kommunen. Und es zeigt, dass das, was Sie hier beschrieben haben, das sei ein Gesetzentwurf gegen die Interessen der Kommunen, mit der Wirklichkeit des Gesetzestextes nichts, aber auch gar nichts zu tun hat. Hier geben wir den Kommunen mehr Möglichkeiten in die Hand, auch ihre örtlichen Belange mit einzubeziehen. Kollege Liebing, gestatten Sie eine Bemerkung oder Zwischenfrage der Kollegin Bulling-Schröter? Ja. Danke schön, Kollege Liebing. Ich habe hier eine Zeitung, Wochenzeitung Titisee, also bestimmt kein linkes Propagandablatt. Und da geht es genau um diese Kommunalverfassungsbeschwerde, die der Bürgermeister von Titisee, die Sie kennen das sicher, eingereicht hat. Und es geht um das grundgesetzlich verbriefte Recht auf Selbstbestimmung. Und jetzt geht es da vor dem Verfassungsgericht darum. Und jetzt schreibt diese Zeitung, weil das Thema fast alle Städte und Gemeinden betrifft, so das geschäftsführende Vorstandsmitglied Gudrun Heute-Blum auf Kontextanfrage und die ehemalige Oberbürgermeisterin von Lörrach ist eben Mitglied des Präsidiums des CDU-Vorstandes, also nicht irgendjemand, führt die Kritik an den herrschenden Rechtsprechung weiter aus. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, weshalb es der Kommune nicht möglich sein soll, parallel in einem Verfahren nach einem Konzessionär oder nach einem Kooperationspartner zu suchen und die jeweiligen Angebote gegeneinander abzuwägen. Stattdessen seien die Kommunen heute gezwungen, die Konzessionen ohne Berücksichtigung kommunaler Belange auszuschreiben und zu vergeben. Erst dann dürfe sich die Kommune überlegen, ob sie sich eine Kooperation mit dem Neukonzessionär vorstellen könne. Und es ist doch eine deutliche Kritik auch von Seiten Vertretern Ihrer Partei. Und da geht es doch genau um das. Und Sie sagen jetzt, das gibt es überhaupt nicht. Also ich verstehe diesen Widerspruch jetzt gar nicht. Aber Frau Kollegin Bulling-Schröter, Sie haben es doch genau vorgelesen, was die Frau Gudrun Heute-Blum, die ich gut kenne und sehr schätze, gesagt hat. Sie hat den jetzigen Zustand kritisiert. Und das, was sie kritisiert hat, das ändern wir mit unserem Gesetzentwurf. Wir tragen der Kritik doch Rechnung. Sie hat den Zustand kritisiert und darum geht es, dass wir die Verhältnisse, die wir heute haben, mit unserem Gesetzentwurf ändern und damit wird dem Anliegen von Frau Heute-Blum auch Rechnung getragen. Ich bin überzeugt davon, wir sind mit diesem Gesetzentwurf bei diesem Thema der rechtssicheren Konzessionsvergaben im Leitungsrecht auf einem guten Weg. Wir werden sehen, ob wir noch bessere, rechtssichere Formulierungen hinbekommen. Das ist dann immer ein Gegenstand von intensiver Beratung im Ausschuss. Aber ich bin sicher, am Ende werden wir auch zu einem guten Ergebnis kommen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege